Russischer Raketenangriff auf die Ukraine. In der Nacht ist aus mehreren Städten heftiger Beschuss gemeldet worden, darunter auch Kiew. Ziel sei vor allem die kritische Infrastruktur gewesen. Auch das Atomkraftwerk Saporischschja ist betroffen und von der externen Stromversorgung abgeschnitten. Wohngebäude seien ebenfalls getroffen worden. Polizeieinsatz gegen Frauentagsdemo in Istanbul. Die Teilnehmerinnen wurden unter anderem mit Tränengas davon abgehalten, ins Zentrum der türkischen Metropole zu ziehen. Die Behörden hatten dort Kundgebungen verboten. Auf der Demonstration wurden auch Slogans gegen die Regierung und ihr Krisenmanagement nach dem verheerenden Erdbeben laut. Erneut Proteste gegen geplantes Agentengesetz in Georgien. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Nach Ansicht der Opposition soll das Gesetz Kritiker einschüchtern. Medien und Organisationen, die mehr als 20% ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten, sollen als ausländische Agenten gelten. Ein ähnliches Gesetz gibt es in Russland. Lauterbach stellt Pläne für Neustart der elektronischen Patientenakte vor. Die digitale Speicherung von Patientendaten soll Ende kommenden Jahres für alle Versicherten gelten, es sei denn, sie legen Widerspruch ein. Datenschützer sehen das kritisch. Bislang nutzt nur ein Bruchteil der gesetzlich Versicherten die E-Akte. Bayern im Viertelfinale der Fußball-Champions League. Die Münchner gewannen auch das Rückspiel gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain und zwar mit 2:0. Torschützen waren Choupo-Moting und Gnabry. Der nächste Gegner wird am 17. März ausgelost. Das Wetter. Heute verbreitet dicht bewölkt und Regen, im Norden teilweise Schneeregen und Schnee. Etwas Sonne an den Küsten und später im Süden. 2 bis 15 Grad.